Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lost in Vivo. Ja, in der letzten Folge haben wir ein, ja, so eine Art Labyrinth jetzt vor uns. Und offensichtlich müssen wir, wie ich es in der letzten Folge ja schon gesagt habe, wohl den, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, hässlichen Weg nehmen, weil wir nämlich jetzt hier zwischen den beiden Wegen entscheiden müssen, wo wir halt dieses hässliche Gesicht sehen müssen, sehen und dieses relativ hübsche Gesicht. Und deshalb, wir rennen jetzt mal in die hässliche Richtung. Kommen hier hin. Rennen weiter. Jetzt wieder hier. So, das Gesicht hat sich verändert und das Gesicht hat sich auch verändert. So, Frage ist. Wir rennen nochmal, weil das sieht doch ein bisschen hässlicher aus als das rechte. Rennen wir hier entlang. Munition aufnehmen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich glaube ich das letzte Mal falsch gelaufen bin, weil hier haben wir jetzt wieder ein, ich sag mal, hübsches Gesicht und hier haben wir gar kein Gesicht, also rennen jetzt mal da in das rechte mal rein, in der Hoffnung, dass ich richtig liege. Und nein, tue ich nicht. Renn wieder zurück. Toll. Tolle Wurst. Doch hier entlang. So, jetzt kommen wir jetzt diese komischen Apfelgeschichte. Wir dürfen diesen Apfel nicht essen. Oder wir dürfen diesen Apfel essen, aber dann geht hier das Tor zu. Aber wenn ich hier jetzt durchlaufe, komme ich wieder an den Punkt, wo die, wo die Gegner dann halt sind. Das heißt, ich muss hier irgendwas in diesem Raum machen. Und ich nehme auch stark an, dass ich auch irgendwas mit dem Apfel machen muss. So. Wenn ich aber jetzt zurücklaufe, wahrscheinlich da gleich wieder diese Tür, die zu ist. Oder halt broken ist. Und was haben wir hier? Ja, ist broken. Ja gut, was müssen wir mit diesem Apfel machen? Wie gesagt, esse ich den Apfel, geht die Tür zu und ich komme hier nicht raus. Jedes Mal mich übergeben, weil ich diesen Apfel esse, um weiterzukommen. Das ist auch eine Art und Weise. Ich da in die Ecke reihe, nicht in die Toilette. Nee. Gibt sonst nichts. Hm.
Und hier zurück kann ich auch nicht gehen. Ne, ist broken. Ist jetzt echt seltsam. Wie soll das funktionieren? Ich verstehe es irgendwie gerade nicht. Wie soll das funktionieren? Boah, was muss ich heute hier machen? Ich hier rein. Ah ja, so. So, hier ist die Schrotflinte. Nachladen. So. Nämlich jetzt müsste, glaube ich, dieses Ding auftauchen, das große. Ne, doch nicht. Noch die komischen Dinger da. Also den Apfel darf man oder sollte man nicht essen. Kurz aber ein Auge. Kurz ein Krümmel im Auge gehabt. So. Also Apfel darf ich nicht essen. So viel steht fest. Wenn ich einen Apfel esse, muss ich mich am besten übergeben, wegen der Toilette. Dann geht nämlich das Tor wieder auf. Hinter mir ist eine Tür, die ist zu, da komme ich nicht raus. So. Möchte irgendwo was kaputt machen. Was aber scheinbar nicht geht. Oder ich muss doch wirklich hier durchlaufen. Dieses große Viech, was wir am Ende des Ganges vorhin gesehen haben, irgendwie besiegen, ohne selbst zu sterben. So. Nee, nicht die Waffe erstmal. So dann, wir versuchen es noch einmal. Da kommt er. Boah, sehr schnell. Oh shit. Habe ich ein verdammt großes Problem. Tot. Wie muss ich es besiegen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich es besiegen kann oder sollte. Ich weiß auch gerade nicht, ob ich überhaupt da langlaufen muss. Ich renne jetzt einfach mal so durch, ohne diese Gegner zu besiegen. Und was passiert? Weit waren wir schon. Jetzt mal links entlang. Hier ist aber zufälligerweise kein Bild. Wieder da lang. Jetzt ist wieder die Geschichte mit dem Apfel. Ich sehe gerade auch, dass diese Tür hier verbeult ist, aber... Da war, glaube ich, auch keine nähere Bedeutung. Ja, wir rennen jetzt einfach mal durch, wie ich das vorhin gesagt habe.
Okay, also die Viecher folgen mir auf jeden Fall. Immer so einfach gar nichts mehr. Glaube, das muss nicht so. Irgendwie alles nicht irgendwie in eine Textur reingebackt wäre oder sowas. Hammer rastet auch irgendwie immer mehr aus. Uiuiui. Okay, das ist aber doof. Wir machen auf Crit Game, weil kannst du doch nicht so spielen. Das ist ja. Okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet, dass sowas passiert. So. Ach ja, das schöne alte. So. Laden. Continue. Voilà. So. Wir sind wieder hier. Irgendwas von Hässlichkeit, bla bla, was da auf dem Zettel steht. Und wir müssen gegen diese Viecher anscheinend doch antreten, wenn sie dann da auftauchen. Dafür? Nein, natürlich nicht. Da kommen wir wieder in unseren Apfelraum. Man kann ja nicht springen. Aber Fakt ist, Apfel essen nicht gut. Rennen wir aber mit den Apfel weiter. Okay, den Apfel kann man jetzt auch nicht kaputt machen oder so. Ja gut, fangen wir mal an. Hier den ganzen Stund von vorne. Durchlaufen, bis wir wieder auf das große Ding treffen. Nur frage ich mich, wie man dieses große Ding besiegen soll. Ich meine, die Gänge sind jetzt nicht gerade die größten und ja. Entweder, warte, Schrotflinte, mal kurz durchladen. So, aber die Schrotflinte, die macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Kommt mir zumindest so vor im Spiel.
Spiegel kaputt. Aber in diesem Abfallraum ändert sich ja auch wiederum nichts. Also wie ich das ja gemerkt habe, scheint ja wohl irgendwie der Rot, also wenn wir da reingehen und alles rot ist, scheint ja irgendwas Falsches zu sein. Deswegen kommen auch die ganzen Gegner, aber hier in diesem Raum kann ich doch auch nichts machen. Ich habe hier doch nichts. Ich habe hier, alle Wände sind zu, ich kann diesen Apfel essen und ja, das Radio ist. Ja. Ich ja vorhin auch gehabt, bei dem, wo man da sich für die Gesichter entscheiden musste, auf welche Seite man oder in welche Seite man reingeht. Klatsch, klatsch, klatsch. Okay. Einfach nicht hinterfragen. Einfach akzeptieren. Irgendwas muss doch hier in diesem Raum sein, was wir machen müssen. Weiterkommen. Den Apfel wieder auskotzen ist, glaube ich, auch nicht die Lösung. Ich muss irgendwie gucken, dass ich es schaffe, hier durchzukommen, wenn das Tor zugeht, ohne ja, diesen Apfel da irgendwie ausspucken zu müssen. Also es noch einmal, bis an dieses komische große Viech kommt. In der nächsten Runde müsste jetzt das Viech kommen. Ja. So, also dann. Auf zur nächsten Runde. Mal richtig mit meiner Vermutung bin. Einfach mal durchlaufen. So, hier ist alles dicht. Wow, der schlägt mich ja nur zweimal und ich bin direkt tot. Also ich nehme jetzt ganz stark an, dass ich irgendwo was falsch, irgendwie was falsch gemacht habe. Vor allem wegen diesem komischen Apfelraum. Ich habe keine Ahnung, wie ich über diese Apfelgeschichte weiterkommen soll. Also entweder denke ich nicht weit genug oder ja, ich bin einfach nur blöd. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber wir versuchen es einfach nochmal. So. Ja, saved haben wir eigentlich schon. Also kommen wir ja von hier vom Speichern. Ja. Oder mein Fehler ist, dass ich in den Weg. Broken. Also muss ich hier entlang. Hier sehe ich jetzt nichts. Irgendwie. Also. Zack. Vielleicht kann ich so irgendwie zurücklaufen wieder. Nee, das ist natürlich eine. Natürlich dann zugemauert.
natürlich sehr bescheiden. Also irgendwas muss mit diesem Apfel sein. Irgend so ein Rätsel wie diesen Apfel. Und ja. So, wir rennen nochmal hier lang. Dann kommt jetzt gleich nochmal dieses, ich sag jetzt mal dieses, dieser grüne Raum. Genau, hier leuchten die Lampen wieder grün. Mal, wenn nicht unbedingt den grün. So, und da sind wir wieder bei dem Apfelraum. Ich habe keine Ahnung, was wir mit diesem Apfel machen müssen. Wenn wir so durchlaufen, dann kommen wir in diesen roten Raum. Der rote Raum ist offenbar falsch. Das heißt, wir müssen irgendwas hier, also dieses grüne Licht sieht sehr falsch. Sieht nach irgendwas aus, was wir wohl machen müssen oder können, aber ich verstehe es nicht. Entweder bin ich dazu doof oder ich weiß nicht. Ach ja, den geht ja nicht. Ach Leute. Ich glaube, ich mache mir nochmal vernünftig Gedanken mal um diese ganze Geschichte hier mit diesem Apfel und so einem Kram. Mit anderen Worten, ich mache mich, glaube ich, mal ein bisschen schlau im Internet, was genau ich hier machen muss. Ja, und damit beenden wir auf jeden Fall dann hier diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Lost in Vivo. Bis dahin, ciao.